maßgeschneiderte Betonstrukturen stellen herkömmliche Schalungen vor Herausforderungen. Durchgehend digitale Prozesse mit 3D-gedruckten Schalungen bieten große Vorteile für den architektonischen Ausdruck, die strukturelle Leistungsfähigkeit und die Materialeffizienz. Für die Step 2 Unit im Nest der EMPA haben wir eine Treppe mit dem Namen Cadenza entwickelt. Das Design- und Konstruktionsprinzip der Treppe eignet sich hervorragend für den Treppenbau im Bestand. Das Treppendesign kann parametrisch an verschiedene Raumhöhen angepasst werden und die Treppe auch in engen Räumen installiert werden, denn sie benötigt keine schweren Maschinen beim Aufbau. Die Stufen der Wendeltreppe sind nur 20 mm dick und wurden strukturell optimiert, um das Gewicht drastisch zu reduzieren. Außerdem entsteht wenig Abfall in der Herstellung, da wir mit einem einzigen Satz 3D-gedruckter Schalung alle Stufen herstellen können. Die Stufen werden mit trockenen Verbindungen montiert, was bedeutet, dass die Treppe im Sinne der Kreislaufwirtschaft leicht demontiert und auch wiederverwendet werden kann. Für die Herstellung der Treppenstufen haben wir ultrahochfesten, faserverstärkten Beton verwendet. Dieser ermöglicht sehr dünne, komplexe Formen, die mit normalem Stahlbeton nicht realisiert werden könnten. Die einzelnen Treppenstufen durchliefen mehrere statische Tests, um die Berechnungen der Ingenieure zu verifizieren. Schließlich wurden die Stufen auf ein hochmodernes Vorspannsystem aufgefädelt, das an der EMPA entwickelt wurde. Die Vorspannung basiert auf sogenanntem Memory Steel, der bei Erhitzung und Abkühlung hohe Kräfte aufbauen kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden ist dieses System platzsparend und einfach in der Anwendung. Beim Rückbau des Gebäudes kann die Vorspannung gelöst werden und die einzelnen Stufen können wieder demontiert werden. Der ständige Austausch zwischen den Partnern aus der Forschung und den Partnern aus der Industrie hat zu einer einsatzreifen Lösung für individuelle Bauvorhaben geführt. Insgesamt tragen Betonfertigteile in vielfältiger Weise zur Nachhaltigkeit im Bauwesen bei. Mit der Festigkeit, Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit sind sie ein entscheidender Baustein für eine nachhaltige Zukunft im Bauwesen. Die Wendeltreppe in der Step 2 Unit zeigt symbolisch den Vorteil von digitalen Werkzeugen für die Architektur, das Ingenieurswesen und die Bauindustrie im Allgemeinen.